Also ist er unser Trivolo. Beschreibung ist zu dürftig. So, jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher. Wie sieht das eigentlich aus, wenn der Steamboiler braucht er noch irgendwie Platz für eine Lüftung oder? Nö, Wasser braucht er. Ja, das weiß ich. Gut. Das war's. So. Wir brauchen noch ein paar Bricks. Was soll ich für die Wasserversorgung bauen? Ich hab schon Arceus. Also, ich dachte, ich baue was anderes. Nö, aber du könntest ja gerade mal für einen Baker schlafen gehen. Hallo, danke. So. Ah, ich dachte, wir brauchen dann doch noch ein paar mehr Bricks. In Mathe war ich nie so gut, merke ich gerade. Na, das für Informatik, ne? Hör mir bloß auf. Meine Klasse wird mich umbringen. Wir hatten hier unten schon wieder Boden repariert. Ich. Hat der nächste kaputt gemacht. Zicke. Wofür hast du denn da kaputt gemacht? Das Ganze muss einen Stock tiefer. Gut. Dann machen wir das eben hier hin. Nein, da hinten eben nicht. Zicke. So. Auf jeden Fall kommt hier diese Solid Fuel Firebox hin. So. Wie sieht das jetzt mit den Bricks aus? Aber jetzt muss man sagen, eine ordentliche Lavaversorgung haben wir immer noch nicht. Nicht? Nee. Das wollten wir jetzt einmal über eine eigene Lavaversorgung machen und der Lavasee war nach 2 Minuten leer. Aber wofür brauchen die alles Lava, bitteschön? Wir haben halt einen Geothermalgenerator von Greg oder von Industrial Craft und hatten 2 Magmatic Dynamos, die eigentlich voll waren und nichts hat Redstone Flux verbraucht. Das war das Komische. So. Furnace, Fire Dodge, Brick. Jetzt haben wir keine Eimer mehr, oder? Die wurden verquastet. Doch. Die habe ich wieder rausbekommen. Wo also. Den? In irgendeine Kiste. Gut, dann wollte ich jetzt eigentlich mal hier die Wasserversorgung machen. Machen wir mal die. Achso, ich habe den Magnetenmod on. Also ich bekomme die ganzen Items. Ja, passiert. Fluid Conduit. Na, verbindet ihr euch? Natürlich. So. Kannst du mir gerade einen Eimer geben? Ich habe die alle in die Kiste gepackt. Ja, hast du gesagt. Nope. Da wo? Keine Ahnung. Da wo? Keine Ahnung. Das ist eine gute Beschreibung. Da wo vor allem? Ja. Da irgendwo da drüben. Hol mir mal das von dort. Wo bist denn du? Ja, da wo der Block ist. Ist auch noch so eine gute Beschreibung. Ich hab gesagt, da, aber keine Ahnung, wo. Ja. Ist doch so schlimm. Was hatten wir denn für heute auf? Keine Ahnung. Irgendwas. Das geht mir jeden Tag so. Schlimm, wenn man keine Hausaufgaben hat, ne? So, das sollten jetzt die letzten Bricks gewesen sein. Jo. Damit sind jetzt hier die letzten 2 Solid Fuel Fireboxes ready. So, können wir mal noch reinschauen. Warum? Ist noch nicht fertig. Da fehlt uns jetzt noch ein Boiler Tank. Entweder wir machen einen Low Pressure oder einen High Pressure. Ich würde sagen, wir haben es, wir gehen direkt auf den High Pressure.
Wir brauchen 3 mal 2 mal 3. Also 3 mal 3 sind 9, also 18, 36 Stahlplatten. Haben wir ja. Also 36 Stahlbarren. Da. Hat schon gerade gedacht, wir hätten jetzt keinen mehr, das wäre es jetzt gewesen. Müssen wir aber auch mal wieder ein bisschen machen, haben wir so gut wie gar nichts mehr. Plate Bending, da sind noch ein paar Eisenplatten. Oh. Na, nehme ich nochmal mit. Den Kohle oder den Steam Boiler? Den Steam, oder? Warte. Wo bist du jetzt gerade? High Pressure Steam Furnace, oder? Nein, falscher. Nee, wir haben auch noch einen High Pressure Boiler Tank. Oh. Was? Du warst jetzt gerade, glaube ich, wieder bei GregTech, oder? Ja. Mhm. Den haben wir ja schon längst. Das war ja schon den, den wir geupdatet hatten damals, als wir noch nichts mit Strom hatten. Ja, ja. Okay. Ja, ich weiß, das ist alles für dich gerade Neuland. So. Kannst ja jetzt mal hier anschauen. Papa macht das ja schon für dich. Die Plate Vending Maschine ist aber auch schon ein bisschen lahmarschig, oder? Deswegen habe ich ja gesagt, wir sollten uns vielleicht mal die Rolling Maschinen bauen. Ja, dann mach das mal, dann sag nicht, komm, ja, wir machen, dann mach das mal. Okay. Ich meine, RF haben wir ja momentan genug. Ach, ich wollte dich auch nochmal was fragen, Baker, von ein paar Freunden von mir. Das Modpack. Kann man die Serverdatei irgendwo downloaden? Hallo. Guten Abend. Guten Tag. Wir sind mal aufnehmen. Ja, dann haben wir das ja gleich online, live und in Farbe und im Video. Wer die... Am besten du schaust mal bei mir in die Playlist-Beschreibung. Da ist ein Link drin zum Technik-Launcher. Und in dem Link, da ist die Beschreibung vom Modpack und so weiter. Und da ist auch ein Link von den Serverdateien. Okay. Mit einer Kurzbeschreibung, was man damit machen muss. Werde ich dann auch nochmal bei mir verlinken. Genau. Weil ein paar Freunde wollten halt von mir jetzt auch schon mal das Modpack langsam mal anzocken. Die haben das jetzt schon so oft gesehen. Und VCBs wird halt langsam zu langweilig. Ja, verständlich. Mhm. Kann man gut nachvollziehen, nicht wahr? Okay, was halt jetzt momentan nicht so langweilig ist, ist Aquarium Skies. Das ist ganz cool gemacht. Da haben wir ja unsere Spezialisten gerade eben online kommen hören. Genau. Ich meine, VCBeast ist ja nicht ein Pack, ne? Ja, ist eigentlich nur ein Launcher. Ja. Also, wenn ich mal klug scheißern darf. Kennen wir was anderes von dir? So, die letzten Stahlplatten sind am Machen. Na, kommt schon. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, mach's fein. Setze ich die nochmal gerade. Cool. Bei mir hat sich gerade mal wieder die Rolling Machine entcraftet. Okay. Weiß nicht wie, aber sie hat's getan. Christian, die Items müssen da drin liegen, beim Los, das da rechts rausnehmen, ne? Ich hatte die Rolling Machine schon in der Hand. Ja, dann ist ja gut. So, like, wenn der Server nicht gecheckt hat, dass du die gebaut hast, aber dein Client denkt, du hättest sie gebaut, dann lass durchaus mal vorkommen. Okay. So, dann komm mal kurz runter. Ja, achso, wir haben jetzt eine Rolling Machine. Ja, das habe ich jetzt mitbekommen. Und wir haben jetzt einen Boiler-Tank. Ein Steam-Boiler. So, wenn man da reinguckt, Wasser bekommt der. Der braucht jetzt aber noch irgendwas, um Steam zu produzieren. So. Wenn wir uns jetzt mal hier so ein Stück Kohle nehmen.
werfe ihn mal da rein. Er ist am Brennen und es ist weg. Und was haben wir dazu bekommen? Richtig, 1 Grad Celsius. Dauert ein bisschen zu lange. Dafür haben wir hier diesen Refined Firestone. Den knackt man da jetzt mal rein und man sieht, da ist eine Anzeige, die runtergeht. Und ja, die Gradanzahl, die Grad Celsius Anzahl springt schon hoch. Und wir sind bei 100 Grad und der erste Steam wird produziert. So. Man sollte auch darauf hinweisen, dass es sehr, sehr schnell eigentlich geht im Vergleich zum normalen Heizen. Auf jeden Fall. Auch ein Vorteil. Also ich glaube, ich hatte das ganz mal im Singleplayer getestet und ich hatte ins Deck Kohle reingeworfen. Da war nach einer halben Stunde gerade mal 20 Grad dazu gekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Also da ist man über diesen V-Fine Firestone eindeutig auf der besseren Seite. So. Ja, jetzt haben wir hier das Team am Produzieren, aber ordentlich. Und Wasser füllt sich auch noch nach. Also einer Kiosk reicht locker aus, um den ganzen zu betreiben. So, was wollen wir jetzt mit dem Team machen? Wenn wir uns jetzt mal von Railcraft die Industrial Steam Engine anschauen. Produces 8 MJ per tick, uses 40 Millibuckets of Steam per tick. Klingt doch ganz interessant. Ist auch nicht wirklich teuer. Stahlplatten, Glas, Pistons und Stahlzahnräder. So, darüber waren wir. Die Steel Plates. Du könntest erstmal wieder ein bisschen den neuen Stahl machen. Wir haben so gut wie gar nichts mehr. Stimmt auch wieder. So, währenddessen kann ich mal zeigen. Mittlerweile sind wir schon bei 215.000 Millibuckets Steam. Also eine schöne Summe. Und wie lange hält jetzt ungefähr der V-Fine Firestone? Da war schon noch lange, oder? Also ich sag, 2 voll ausgebaute High-Pressure-Boiler kann man damit aufheizen, danach ist er leer. Ja, ich meine, so ein Tank ist ja damit aber auch schon schnell voll. Also ich hatte das Ganze wirklich, wie gesagt, schon mal im Singleplayer getestet. Also ich hatte so einen großen Steel-Tank gehabt und der war schnell voller Steam. Und der oh, hält so ein Steam-Tank voll Steam nicht lang. Es gab anscheinend ein kleines Update für Mechanismen. Ja, gab es. Design-Update. Was? Design-Update? Ah, ja, der Energy Cube. Einige Oberflächen verändert. Meinst du zum Beispiel der Elite Energy Cube, ne? Ja, und auch weitere Oberflächen. Die haben sie echt verändert. Habe ich noch gar nicht reingeschaut. Wovon meinst du denn zum Beispiel? In den Energieteilen ist ja. Also da ist jetzt überall. Also jetzt sind wir eine Anzahl drin, wie viel der braucht. Anzeigen. Du musst mal in eine Maschine reinschauen, dann ist unten links so ein Energiezeichen. Ah, okay. Das war doch vorher schon da. Nee. Doch. Nicht, dass ich wüsste. Also bei den meisten Maschinen, die wir bisher aufgestellt haben, war das da. Also mir ist es bisher nie aufgefallen. Mir genauso wenig. Weil wir hatten in der Folge kurz am Anfang mal angeschnitten, was diese Energy Upgrades sind. Und die Energy Upgrades konnte man damit sehr gut sich ansehen, weil man gleich gesehen hat, wie viel die Maschine verbraucht. Standardmäßig waren es ja 50 MJ, was auch immer dieses MJ denn heißen mag. Und dann mit dem Energy Upgrade war es deutlich weniger. Okay. Also das hat man bei uns schon mal gesehen. Und der Update kam heute. Okay, kann auch sein. Ich meine, bei mir ist es bekannt, ich bin meistens blind. Ich weiß es nicht wirklich. So. Schauen wir uns mal den Boiler-Tank an. So, der ist voll das Team. Und wir sind knapp bei 925 Grad Celsius, muss man sagen. Schöne Summe. So. Dann würde ich sagen, bereiten wir nochmal einen Tank vor dafür, ne? Welchen hättest du gern? Ich glaube, das können wir dann schon mal in der nächsten Aufnahme zeigen, oder? Weil die auch ein bisschen Spannung reinbringen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein Like ab. Wenn nicht, Anmerkungen, Kommentare, Kritik, alles in die Kommentare, so.
So, schaut doch mal beim Bakerman vorbei oder beim Trivolo oder beim Streetdinger. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP Audi Version 2. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.